Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen aus Kölle, sage ich heute mal. Ja, wir machen heute mal einen kleinen Ausflug und sind hier am Kölner Hauptbahnhof an der Hohenzollerbrücke. Und ja, ich dachte, ich mache heute mal hier den Anfang und ich denke, hier am Bahnhof ist natürlich mal ein bisschen Action quasi, also jetzt gerade nicht. Aber ich denke, das ist eine schöne Einleitung zu meinem neuen Video. Ja, die Frauen gehen shoppen. Ja, ansonsten machen wir so ein bisschen die Stadt unsicher. Mal Bötchen fahren, zu den Kranhäusern gehen und natürlich auch mal beim Dom vorbeischauen. Da ist er jetzt gleich hier um die Ecke. Und ja, natürlich bin ich auch hier und schaue mal in ein, zwei Modelleisenbahnläden vorbei. Und da will ich auch mal schauen, was ich da so Schönes finde. Ansonsten machen wir uns heute einen schönen Tag. Das Wetter ist zwar nicht ganz so heiß, aber das ist völlig in Ordnung. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. So, ein schöner Zug. Ja, hallo ihr Lieben, ja, ich bin jetzt hier mal in so einem fetten Süßigkeitenladen in Kölle quasi und der absolute Wahnsinn, was hier so gibt für Zeug, also absoluter cooler Laden, alles sehr bunt, sehr grell und wirklich total verrückte Sachen an Süßigkeiten, was hier gibt, also hier kann man mal richtig fett Kohle lassen, denn ganz billig ist hier nicht, aber richtig geile Sachen gibt es hier in diesen verrückten Laden, also wirklich Wahnsinn. Ja, wirklich total crazy. Einfach auf jeden Fall mal eine Reise wert, beziehungsweise lohnt sich hier mal einfach in den Laden hineinzugehen. Also absolut verrückt. Ja, ich hatte euch ja erwähnt heute, dass wir in Kölle sind und machen Ausflug mal auch zu natürlich einem Modelleisenbahnladen, wenn wir schon in Köln sind. Und zwar einer von zweien. Ja, der hat jetzt so
mehr oder weniger Neuware da eigentlich, aber der hat auch einen interessanten Wagen, habe ich auf der Website gesehen, von Lilliput war es, glaube ich, zum Toppreis. Und die will ich mir jetzt mal anschauen und gegebenenfalls nehme ich mir da mal welche mit. Ja, bin gespannt, was er sonst noch so hat. Ja, ihr Lieben, ja, wenn wir in Köln sind, muss man natürlich auch mal eine kleine Sightseeing-Tour mit dem Schiffchen machen. Ja, seht ihr im Hintergrund die Kranhäuser und den Dom. Ja, ein schöner Tag, auch mit den Kids. Die haben ihren Spaß, wir haben unseren Spaß. Also einfach mal ein toller Ausflug und nicht nur den ganzen Tag Eisenbahn und so weiter, wobei das natürlich auch schön ist. Und ja, einfach ein gelungener Tag. Und ja, Besonderheit sind ja die Kranhäuser auch im Hintergrund zu sehen. Ist ja Wahrzeichen von Köln. Und ja, mal schauen, was noch mal machen. Hallo ihr Lieben, so jetzt bin ich im zweiten Laden angekommen und das ist sozusagen die Donnerbüchse in Köln. Da gibt es zwei Geschäfte, einmal für Gebrauchtwaren, da bin ich hier gerade, und einmal für Neuware, wobei mich eher der Laden für die gebrauchten Sachen interessiert. Ich war da auch schon mal kurz drin, habe da auch gefragt und ich darf auch mal ein kleines Filmchen drehen, auch von innen. Und ist ein ganz netter Laden, hat schöne Sachen drin und ja, könnte man auch stundenlang drin bleiben und gucken und zusammensuchen. Und ja, man findet da diverse schöne Sachen, auch Ersatzteile, wenn man da was braucht. Da gibt es auch eine ganze Menge. Ich habe schon was gekauft, das zeige ich euch ja aber, wenn ich dann zu Hause bin und pack das Ganze mal aus. So, gehen wir mal rein. So, ich filme mal von außen, damit ihr seht, was da alles so schon mal am Schaufenster steht. So viele ist nicht. Innen ist es noch ein bisschen interessanter. Den Toshiba-Zug, den habe ich ja. Den habt ihr ja schon gesehen im letzten Video. Genau. Ja. Ja, hier seht ihr jede Menge Vitrinen mit schönen Modelleisenbahnen, Loks, Wagen und so weiter. Da gibt es eine ganze Menge hier davon. Und lohnt sich auf jeden Fall mal einfach vorbeizuschauen. Ja, auch diverse Spurweiten, H0, NZ, alles da. Jede Menge Krimskrams hier in den Schubläden, also für jeden was dabei, ob Ersatzteile gebraucht werden oder andere Dinge. Auch so ein bisschen Bastelware natürlich mit dabei, also für jeden was dabei. Ja. Ihr habt der Spur N, jede Menge. Dann geht es hier weiter auch mit Spur N, also auch komplette Anlage gibt es hier zu kaufen, fair und fertig, wer eine Fertiganlage haben möchte und schnell bauen möchte. Von 13 Uhr bis 18 Uhr. Genau. Ja. Also auch hier, Spur TT ist auch vertreten. Also auch da ist für jeden was dabei. Auch die schönen Städte-Expresswagen gibt es hier auch. Ich drehe mich gerade mal um, denn gibt es nämlich auch noch, was viele ja mögen, sind halt die Fleischmann-Profi-Gleis da. Aber auch Modellgleis, so Pico, Märklin, also von jedem was dabei. Also jeder, der was sucht, findet hier auch was.
Und hier entsprechend auch ein kleiner Testkreis, also auch die Loks und Wagen kann man alle dann mal testen, egal ob analog oder digital. Dann geht es hier weiter, auch noch ein schönes Regalchen mit jede Menge Wagen. Also man kann sich auch wirklich locker mal eine Stunde beschäftigen mit allen Sachen zum Angucken, Anschauen, Ausprobieren, wie auch immer. Also ganz tolle Sachen mit dabei. So, gehen wir nochmal rüber. Hier ist dann sozusagen das Wechselstromregal, Vitrine. Ja. Ja, also auch da ganz tolle Sachen mit dabei. Natürlich kein ständig gleiches Sortiment, das wechselt ja immer wieder. Ist ja normal bei einem Laden, der gebrauchte Modelleisenbahn hat, gibt es ja kein ständiges Sortiment, was man da hat. Ja. Und auch auf der Seite gibt es dann auch entsprechend diverse Wagen und Fahrzeuge. Ja, weiter geht's. Hier haben wir eine kleine Theke, wo man jede Menge Ersatzteile auch bekommt. Diverse Hersteller, also einfach vorbeikommen und fragen. Und gegebenenfalls findet man das passende Ersatzteilchen, was man so im Laden ja in der Regel nicht kaufen kann. Ja, geht's hier weiter noch mit den QH0 Vitrinen. Auch was Schönes, den Zug habe ich auch schon, den Rheingold. Und Wagen für 15 Euro, da kann man wirklich nicht meckern, also das ist wirklich Top-Preis. Ja, auch hier unten geht es noch weiter, diverse andere Wagen, also für jeden was dabei. Ich habe mir ein paar Güterwagen gekauft, so viel kann ich schon mal vorab sagen. Also auch sehr, sehr, sehr schöne Sachen mit dabei. Ja, da ist er wieder zu Hause angekommen. Gut, gestern sind wir ja schon zu Hause gewesen. Ja. Heute wieder zu Hause und ich zeige euch mal, was ich da Schönes in der Donnerbüchse gekauft habe, also in dem Gebrauchtwaren-Modelleisenbahnladen in Köln. Übrigens neben der Donnerbüchse Gebrauchtwarenladen in Köln ist daneben ein richtig cooles Café. Das heißt, wenn ich richtig in Erinnerung habe, Schnurke. Und wer Katzen mag, der kommt da voll auf seine Kosten, denn das ist ein Café, kann man frühstücken oder auch Kaffee trinken und so weiter. Und da sind vom Besitzer auch Katzen drin. Die sind im Schaufenster, die kommen zu einem, die kann man schmusen, knuddeln und so weiter. Also voll cool. Für uns allerdings nichts, weil sonst müsste man die Katzen mitnehmen. Das ist natürlich nicht so gut. Deswegen waren wir auch nicht drin, aber wir haben es vom Schaufenster aus gesehen. Also ganz verrücktes Kaffee, aber sah auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Ja, was ich gekauft habe, einmal in der Donnerbüchse, das ist, beziehungsweise wir fangen erst im ersten Modellbahnladen an, was ich mir da gekauft habe. Das war, glaube ich, Modellbahn Lindenberg. Ich habe es jetzt gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Sehr wurscht. Ja, habe ich mir 4 Wagen da gekauft, und zwar einmal von Lilliput, den Veltins. Da steht 19,99 dran, stimmt aber nicht, ich habe nur 14,99 bezahlt. Und ich hatte vorher mal geschaut, was so das Teil so im Internet kostet, weil Preise dran schreiben kann ja jeder. Aber ich habe mal geschaut im Internet und das Ding wird tatsächlich beim Internet über 40 Euro verkauft. Ne, hätte ich gar nicht gedacht, aber ja, ist anscheinend so ein Restposten, ein End-of-Life-Produkt quasi. Also ein richtig schöner Wagen von Lilliput. Gefällt mir auch richtig gut. Passen natürlich schön für eine Dampflok davor oder so. Also das ist schon mal mega. So, dann, ich lege den gerade mal hier unten hin. Ja, was ich noch da gekauft habe, und zwar sind es einmal von der Firma, oder ich zeige es erstmal so, von der Firma Riva Rossi, ja, so Schiebewandwagen, und zwar blaue von Ford. Ja, die sind auch richtig schön, haben mir auch gleich richtig gut gefallen und muss sagen, ja, qualitativ auch richtig, richtig gut. Also so sehen die ganzen aus. 3 Stück davon und auch günstiger, kosten normal, glaube ich, um die 30 Euro und habe sie für 17,95 das Stück gekauft. Also wirklich da auch ein Top-Preis. Der hat auch noch welche da. Auch mit silberne Schiebenwänden. Aber ich wollte jetzt unbedingt die blauen haben. Die haben mir ganz gut gefallen. Und wie gesagt, habe 3 Stück davon. Aber da sind sie alle 3. Ja, also 3 Stück. Ja. Genau, 3 Stück habe ich mir davon geholt. Richtig schöne Wagen. So,
Ich hab ja noch nicht genug Wagen, also von daher. Nee, jetzt kommen wir mal, jetzt kommen wir mal zur Donnerbüchse, wo die gebrauchten Modelleisenbahnen sind. Wirklich ein richtig schöner Laden, schön aufgeräumt, sauber, also mal recht übersichtlich. Und in den Schränken halt in der Mitte von dem Laden halt alles schön, so Schubladen zum Wühlen und Stöbern, also richtig schön. Und was ich mir da gekauft habe, ist einmal hier so ein Rungenwagen von Fleischmann mit Ladung, ja, mit so einem Mercedes Actros. Ein richtig toller Rungenwagen von Fleischmann. Dann habe ich hier noch einen gekauft. Was ist denn der für eine Marke? Ich weiß gar nicht, muss mal gucken. Das glaube ich Elektro drin, wenn ich es richtig gesehen habe. Kann man mal die Ladung richtig drauf machen. So sieht das Ganze aus. Genau. So sieht er aus. Also auch ein richtig schöner Wagen. Dann kommt noch einer von Pico, glaube ich. Ne, ist auch ein Elektro drin. Und zwar ein Schiebewandwagen, der offen ist. Ja, habe ich so auch noch nie gesehen. Fand ich ganz klasse. Praktischerweise, ich benutze ja die Fleischmann Profi-Kupplung. Hier sind gleich welche passend dran. Natürlich auch richtig gut. Also auch der hier. Und der letzte im Bunde ist so ein, ja, so ein ja, LKW-Wagen, wie auch immer, quasi so ein, ja, für LKW, also Hänger quasi. Und ja, einer sieht natürlich blöd aus, aber ich habe einen da aktuell, aber wer weiß, ne? So viel sage ich schon mal. Ja, also das waren sozusagen die Wagen und man kann sagen, also ich habe jetzt für die Wagen, was habe ich bezahlt, knapp 60 Euro, also im Schnitt 15 Euro für einen Wagen für bei dem Gebrauchtwarenladen der Donnerbüchse. Ich glaube, da kann man nichts sagen, weil ich glaube, so ein Wagen kostet ja schon um die 25, 30 Euro, wenn es reicht. Und auch so ein Schiebewandwagen 30, Fleischmann sowieso und so weiter. Also von daher schon ganz gut. Ja, ansonsten wird es bei mir eine kleine Veränderung geben. Also was die Modellbahn betrifft. Also keine Angst, ich reiße nicht ab oder baue neu. Aber es ist was passiert und mehr möchte ich auch noch nicht verraten. Und deswegen sage ich einfach nur, schaut auf jeden Fall nächste Woche wieder rein. Und ich sage dann einfach mal schönes Wochenende. Und wie gesagt, seid gespannt. Nächste Woche gibt es da was Besonderheit, also für mich zumindest Besonderes. Und hat sich kurzfristig ergeben, nennen wir es mal so. Und ja, bin mal gespannt, wie ihr drauf reagiert. Alles klar. Also sage ich schönes Wochenende. Wir sehen uns. Bis die Tage, euer Björn. Ciao, ciao.